Bombier aus Rio de Janeiro. Hier mal ein kleines Update. Und zwar sind wir gestern Abend noch angekommen. Es war eine relativ lange Anreise. Wir sind am Freitagabend, bin ich erstmal mit dem Zug nach München gefahren, von da dann noch nach Amsterdam geflogen. Da haben wir im Hotel übernachtet und ja, dann ging es weiter gestern von Amsterdam eben nach Rio. Unsere Räder hatten leider dann etwas Verspätung, das war alles gar nicht so leicht mit so viel Material. Dementsprechend konnten wir die heute noch nicht aufbauen und mussten den Tag anderweitig zum Akklimatisieren nutzen. Haben wir aber, denke ich, ziemlich gut hingekriegt. Und muss man sagen, ist fast so ein bisschen Glück im Unglück, denn andernfalls kommt man ja eigentlich gar nicht so richtig dazu, mal so ein bisschen Sightseeing auch zu machen. Und das ist ja eigentlich schon super schade, wenn man hier 1,5 Wochen an so einem aufregenden Ort ist wie jetzt Rio de Janeiro und man kriegt eigentlich gar nichts mit. Deswegen war das heute schon richtig cool. Und genau, wir haben jetzt morgen und übermorgen jeweils auch nochmal ein Training. Tja, leider kamen unsere Räder dann am Montag immer noch nicht, sodass wir uns eine Alternative suchen mussten und zumindest in einem nahegelegenen Fitnessstudio noch ein bisschen die Beine bewegt haben. Und werden dann ab Mittwoch eben die Wettkämpfe bestreiten, wobei ich am Mittwoch noch gar keinen Wettkampf habe, sondern dann eben erst Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Da, genau, füge ich hier einfach mal so eine kleine Übersicht ein mit den einzelnen Wettkampftagen, damit ihr da eben seht, ja, wann meine Wettkämpfe sind, also 4000 Meter, 200 Meter, 1000 Meter, Scratch, Teamsprint und dann eben noch das Ausscheidungsfahren, was ich dieses Mal tatsächlich zum ersten Mal fahre. Also bisher bei den Paracycling-Wettkämpfen, bei denen ich war, gab es den Modus Ausscheidungsfahren noch nicht, da bin ich auf jeden Fall auch eben sehr gespannt. Ja, aufs Training hier im Velodrom bin ich natürlich auch gespannt, das ist ja hier das paralympische oder olympische Gelände quasi von den Spielen, die hier in Rio schon mal stattgefunden haben. Das heißt, man hat hier direkt vom Hotel dann auch die Sicht auf das Ganze, auf die ganzen Gebäude. Und ja, da freue ich mich dann schon auf die Trainingseinheiten. Man sieht hier im Hintergrund beispielsweise sogar eins der Stadien, aber von oben, von der Rooftop Area, da sieht man das noch deutlich besser. Dementsprechend ist die zweite Wochenhälfte dann wirklich komplett voll mit Wettkämpfen. Da liegt dann natürlich der Fokus drauf. Ich werde trotzdem versuchen, das, den ein oder anderen Moment so ein bisschen festzuhalten und melde mich dann wieder, ja, wenn ich zurück in Deutschland bin, mit einem kleinen WM-Rückblick. Bis dahin, gib Gas und Pushing Paracycling.